Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder im Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Und ja, wir wollen heute wieder eine Runde spielen. Wir spielen heute wieder eine Runde, Freunde. Ja, seitdem Skadi hier im Duell angekommen ist, wird die jetzt gebannt. Jetzt haben wir einen Huyi offen. Und ich wollte heute eigentlich einen kleinen Guide zu Medusa machen. Mache ich auch einfach, ich spiele nicht Huyi. Gegen Artemis, guck mal. Wollt ihr bei dieser Guide-Reihe weitermachen? Jetzt kamen ja zwischendurch ein paar andere Games, um mal so ein bisschen Abwechslung wieder reinzubringen. Aber, ja, der Medusa-Guide. Medusas Passiven vielleicht erstmal. Man hat beim sich zur Seite bewegen keine Bewegungsmaus. Das ist die Passive. Und beim Rückwärtsgehen nur, keine Ahnung, nur 50% oder so. Das heißt, sie ist von Haus aus schon mal relativ beweglich, was wir natürlich gut finden. Dann starte ich jetzt Transzendenz. Aus dem Grund, weil der Wave Clear ziemlich viel Mana kostet immer. Und der Wave Clear ziemlich stark mit physischer Power skaliert. Also wie 2 ist das hier. Und umso besseren, also wenn wir Transzendenz fertig haben, haben wir schon einen richtig krassen Wave Clear. Werdet ihr das nachher sehen. Gucken wir jetzt hier, wo die Olle ist. Und deswegen Transzendenz. Oh, jetzt kommt die Artemis hier an. Angeschlängelt. Okay. Die hat ihren Link schon raus. Ist gut. Oh, damit hat sie mich nicht erwischt. Das ist auch gut. So. Die 2 müsst ihr immer so setzen. Das ist ganz wichtig. Dass ihr quasi den Gegner dahinter auch noch erwischt. Also ihr habt das gerade gesehen, die 2 macht so ein... Moment, zack. Ah, das war gut. Die 2 macht hinter den Gegnern immer noch so einen Kegel. Und wir gucken, dass sie nicht in die Traps rennen, die sind nämlich fast unsichtbar hier. Und damit solltet ihr den Gegner auf jeden Fall mit erwischen. Das ist eine gute Sache. So, und da habt ihr dann mit Medusa schon mal, ja, habt damit schon mal einen guten Vorteil. Ich werde jetzt mal baiten, zum Red zu gehen. Das werde ich natürlich nicht machen. Oh, das hat sie auch erwischt. So, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich in ihre Trap reingerannt bin. So soll es eigentlich nicht laufen. Sie hat sich so einen Decker geholt. Damit ist hier Clear um einiges besser. Ich habe jetzt mal relativ aggressiv gespielt. Aber ich kann es mir auch leisten. Boah, diese Traps, ne? Da wirst du echt verrückt. So. Sie kann jetzt nichts mehr machen. Wir gehen wieder weg. Paddeln hier so ein bisschen leicht weg. Und wir sehen schon, der Clear ist schon ganz nett. Die 1 nehme ich jetzt noch zum Wegklären hier. Und dann gehen wir auch weg. Und wir leveln als erstes immer den Wave Clear. Das ist die 2. Damit haben wir wirklich einen richtig bösen Wave Clear. Ihr habt das gerade schon gesehen. Also das ist echt heftig. Aus der Base würde ich immer mit der 3 abhauen. Das geht eigentlich relativ gut. Weil wenn ihr die 3 in der Base macht, kriegt ihr das Mana noch direkt wieder, diesen letzten Tick. So, und jetzt müssen wir mal eben schauen, ob wir das noch stoppen können hier, dass sie in den Rift macht. Okay, da wären wir fast nur gestorben. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das die Ulti war, die er gerade gemacht hat. Okay, jetzt haben wir unsere Dings daneben gehauen. Das war natürlich fail. Aber wir gehen back. Ich wollte die Pot jetzt nicht nehmen, das war jetzt fail. wir laden uns jetzt mal voll auf hier. Noch davon einen mit. So, ihr seht jetzt, das Mana habe ich jetzt gerade wieder gekriegt direkt. Wir gehen jetzt zu unserem Blue Buff, damit wir einen Buff am Start haben. Haben die schon 2-mal gekillt. Das ist relativ cool. Zack. Ja, und hier töten wir jetzt. Die machen nämlich auch noch ein bisschen Schaden. So. Und da ich jetzt gegen einen Hunter spiele und gegen eine Hunters Braut, kann ich euch das Item Ishaival ganz gut empfehlen.
weil es meine physische Kraft stärkt und ihre runtersitzt quasi. Ihr seht jetzt, ich habe den Kegel so gesetzt, dass ich sie getroffen habe. Face it down. Das habe ich gebeatzt. Nicht gebeatzt, sondern gedingst. Okay. Die Fallen sind echt böse hier, die siehst du gar nicht. Damit hat es jetzt nicht gerechnet. Wie gesagt, das ist das A und O bei Medusa, da diesen Schuss da gescheit zu treffen. Damit könnt ihr einen ultra extra Schaden machen. Das ist echt sehr, sehr böse. So, ich habe jetzt 864. Ich könnte mir jetzt ein Soul. Was tut sie sich denn? Ich werde mir wahrscheinlich jetzt erstmal Lifesteal holen. Weil die Duelle, weil ich mich bei den Duellen ganz gut hochheilen kann an ihr. Isha Val würde natürlich auch gehen, wie gesagt, aber Medusa hat ansonsten keine Lifesteal-Fähigkeit. So. Die nicht in den Tower kommen lassen hier, das auch, müsst ihr auch mal drauf achten. Wenn die Tower Damage nehmen, dann könnt ihr quasi, oder kriegt ihr da kein Gold mehr für. Wo ist die Olle? Oh, nicht getroffen. Oh, krass. Da hat sie mich erwischt. Jetzt die Frage, hole ich mir die Handschuhe. Also ich hole mir jetzt hier die Handschuhe, weil die auch relativ viel physische Power geben. Und wie gesagt, ich skaliere relativ gut mit physischer Power und ja, das macht dann einen ganz guten Schaden. Also auch wieder die 2 und auch die 1. Oh, hep. Ihr seht schon, wie viel Schaden das macht. Okay. Die geht jetzt weg da hinten. Dann kann ich hier den Red machen. Die verliert ordentlich Minions, was gut ist. Und wir können uns die Handschuhe holen. So, und da sammeln wir dann jetzt auch fröhlich Stacks. Zack. Sie hat Isha Val gebaut, ist ein gutes Item gegen Hunter. Wie gesagt, meine physische Kraft wird runtergesetzt, ihre wird hochgesetzt. Ist auf jeden Fall nice. Zack. Ich habe sie jetzt wieder mitgetroffen. Man sieht die Fallen von dem Skin gar nicht, das ist richtig OP. Oder? Das ist doch wirklich richtig stark. Dass man die Fallen einfach nicht sieht. So, vielleicht kriegen wir jetzt sogar den Tower. Also wenn der Gegner auch lange genug kaputt ist, kann man sogar versuchen, noch so einen Tower hier zu kriegen. Und wir haben ja noch eine relativ große Wave. Wir werden ihn nicht ganz kriegen. Aber ist kein Problem. So, wir haben ja noch Lifesteal. Hier vorne liegt übrigens auch noch eine Falle, da muss ich unbedingt dran denken. Ja. So, jetzt könnten wir den Tower, glaube ich, einreißen. Und dann nehmen wir noch eine Wave mit. Zack. Ihr seht den Wave Clear. Ihr habt ja gesehen, den ersten anschießen und ja, dann kann man den Rest schon mitnehmen. So, was hat sie sich geholt? Sie hat sich einen Isha Val geholt. Ich glaube, da werde ich hier auch mal dahin folgen. Obwohl ich habe jetzt, man muss auch immer sehen, ich habe jetzt so viel Gold, ich kann mir jetzt ein anderes, teureres Item auch fertig holen. Deswegen hole ich mir jetzt mal eine Fatalis und komme einfach jetzt mit einem stärkeren Item auf die Lane zurück. Das heißt, für diesen Moment habe ich jetzt auf jeden Fall einen großen Vorteil. So. Wäre ich jetzt nur mit dem Isha Val zurückgekommen, der ja weniger wert ist und demzufolge auch ein etwas schlechteres Item ist, jetzt für diese Komposition jetzt nicht zwingend, aber
habe ich halt jetzt nicht so ein starkes Fight Potential. Ja, die geht jetzt nicht zu dem Fetten, oder? Und eine Fatale ist halt relativ nett, weil ich jetzt, weil sie mich halt nicht mehr so stark treffen kann. So, was haben wir denn hier? Drei Minions? Da können wir ein bisschen Schaden können wir machen. So. Jetzt gehen wir weg. Ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Kommt der wieder? Nee. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau, sie kann, durch die Fatalis kann sie mich halt nicht mehr so krass treffen. Hat die sich Def geholt? Ne, hat sich kein Def geholt. Ich glaube, ich werde mir jetzt sogar Def holen. Zack. Ich bewege mich halt relativ schnell und umso schneller, ihr müsst euch das vorstellen, was kann man denn schneller treffen? Ein Auto, was mit 200 an euch vorbeifährt? Oder eine Schnecke, die mit 0,3 km/h an euch vorbeifährt? Das ist immer so die Frage der Fragen. Die macht aber jetzt nicht den Fetten, oder? Tut mir so ein bisschen Schiss. Die müsst ihr eigentlich auch mal checken. Warden wäre immer eine ganz gute Sache. Okay, ich denke nicht, dass sie mich verhindern kann. Nicht getroffen. Nein, das ist der Phoenix. Flow. Ja, wo ist hier die Olle? Da hinten ist sie. Ja, und jetzt werden wir da mal durchpushen. Warum ich mir jetzt Zef geholt habe, ist auch eine ganz einfache Sache. Das hat damit zu tun, weil sie noch keine Penetration hat. Die hat noch keine Penetration und ja, jetzt kommt die Aufgabe. Wenn sie noch keine Penetration hat und ich mir Def hole, bringt die Def viel mehr. Ist klar, sie kommt nicht durch meinen Armor durch. Deswegen ist es durchaus mal angebracht, sich früh Def zu holen, wenn es vom Spiel her passt. Also umso weniger Penetration sie hat, umso mehr bringt euer Def einfach. Ne? Es ist, viele Charaktere haben halt erst ihre Core-Items, die man jetzt baut, die noch kein Def sind. Und boah, ich krieg eine plus 8, egal. Und deswegen lohnt sich früher Def eigentlich relativ gut. Ich meine, wäre jetzt nicht ultra früh, aber ihr seht hier, sie hat kein bisschen Penetration. Ne? Ah doch, hier. Physische Durchdringung hat ich ja 10, aber es ist nicht viel. Und es ist auch nicht prozentual wie ein Titan's Bane oder so. Und hätte ich jetzt nachher meinen Panzer gehabt, dann hätte ich auf jeden Fall um einiges weniger Schaden genommen. Und ich hatte ja meine Core-Items hier, Transzendenz und Lifesteal-Item hatte ich. Mit der Fatalis war ich sehr, sehr beweglich. Da hat man am Ende gesehen, dass sie mich oft nicht getroffen hat. Und jetzt hätte man auch noch ein Crit-Item bauen können. Also wenn ein Gegner kein Def baut, eignen sich Crit-Items umso besser. So ein Todesbringer wäre noch ganz nice gewesen. Was hätte man noch machen können? Statt dem Handschuh hier kann man, wenn man irgendwie zurückliegt, kann man sich auch ein AZ holen als Lifesteal-Item. Wenn man zurückliegt, eignet es sich auch oft, viele günstige Items zu holen. Dass hier ja, ein Ishaval baut, ein AZ, so die kosten 1680 und 1700. Dass ihr schneller ein volles Item-Bild bekommt und dann nicht so ganz krass hinterherhinkt. Wenn ihr weit vorne seid, könnt ihr euch ruhig die teureren Items holen, wie ich jetzt den Handschuh hier, der war am Ende echt stark. Und ja, eine Fatale ist auch richtig gut. Ja, bleibt mir sonst noch was zu sagen? Ne, ich glaube nicht. Levelt die 2 als erstes für den Wave Clear, versucht mit dem Wave Clear noch den Gegner mal mitzutreffen, so euch so vom Winkel her zu positionieren. Die 1 levelt ihr als zweites. Die macht noch einen schönen Dodge-Schaden auf den Gegner und ja. Und in den Fight seid ihr, also wenn ihr fighten wollt, dann solltet ihr immer darauf achten, dass eure Ult ready ist. So ohne die Ult werden so Fights oft relativ knackig. Und ich glaube, das habe ich jetzt einigermaßen, also ich habe einigermaßen, glaube ich, die Medusa näher gebracht. Oder? Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt sauber. Ciao, ciao.